was sollen wir tun? Weiterreiten! Das ist was, was du noch deinen Enkeln erzählen kannst, ne? Welches Baby haben die Götter je mit einem Tornado verfolgt? Wie vielen Babys wird nachgesagt, dass sie schuld am Tod von Zeus sind? Das nehmen die Götter nicht auf die leichte Schulter. Die haben ja keine Ahnung. Sie haben Angst. Zum ersten Mal kämpfen sie um ihr Leben. Gabriel, mit denen sind wir bis jetzt noch immer fertig geworden. Du hast recht. Schlimmer kann es nun wirklich nicht kommen. Xena! Gabriel! Hey, ich bin's! Bitte werft nichts nach mir! Joker. Ich habe die ganze Zeit nach euch gesucht, seit ich von der Geburt des Babys gehört habe. Oh, ist es das? Oh, was für ein süßes Baby. Oh, noch so klein, ein richtig kleines Pummelchen mit dicken Pausbäckchen. Ja. Du machst dir Angst, Joker. Oh, wie käme ich dazu? Joker, ihr Name ist Eve. Sie ist dir wie aus dem Gesicht geschnitten. Eve, das ist unser besonders guter Freund Joker. Und wer sind deine Freunde? Wer? Oh, ja. Das sind die drei Weisen. Sie kommen euch zu besuchen. Schon gut. Kommt her. Sie beißt euch schon nicht. Kommt nur. Seht ihr? Ich hab euch doch gesagt, sie sind meine Freunde. Komisch, nicht? Sie sind dem Licht gefolgt, den ganzen Weg bis hierher. Den Blitzen? Ja, den Blitzen. Was soll das Ganze? Ein neuer Tag. Ein neues Leben. Für uns alle. Dieses Kind führt uns in eine neue Welt. Ohne Götter. Eine Welt, in der jeder sein eigenes Schicksal bestimmt. Diese Geburt muss aller Welt verkündet werden. Und gefeiert. Obwohl die Gaben, die wir darbringen, bescheiden sind. Dürfen wir die Geschenke übergeben? Wir kommen von weit her. Und jedes Kind muss doch Geburtstagsgeschenke bekommen. Na ja, dann bringt sie her. Wir sind ja nicht unhöflich. Von den Feldern der fruchtbaren Ebenen bringe ich das Korn, Nahrung des Lebens. Danke. Mögen dir heilige Haine Früchte das Leben versüßen. Und möge die Essenz des heiligen Lorbeer dir ebnen deinen Lebensweg. Lorbeer ist doch der Göttin Artemis geweiht. Dein Kind muss sterben! In einer Zeit, als die alten Götter herrschten, schrie das Land, das Kriegsherren und Könige in Aufruhr versetzten, geradezu nach einer Heldin, die für das Gute kämpfte. Xena folgte dem Ruf, die Kriegerprinzessin, die ihre Stärke in wilden Schlachten erworben hatte. Mit ihrer Kraft
und ihrer Leidenschaft trotzte sie jeder Gefahr. Ihr Mut sollte die Welt verändern. Wie geht's dem Baby? Nicht mal ein Kratzer. Hey! Was? Kann man von dir ja nicht gerade sagen. Tut nicht mal weh. Ah, oh, jetzt schon. Ist ja nur eine Schürfwunde. Gabrielle, geh und wasch sie aus, ja? Ich versuche inzwischen rauszukriegen, wer die drei geschickt hat. Komm mit. Hier riecht's nach Ratten. Komm raus, du Ratte. Ratte? Ist das der Dank dafür, dass ich dich errettet habe aus Sintflut und Sturm? Um uns in die Hände von Mördern zu treiben. Immerhin besser als Spielball eines Tornados zu sein. Und ich wusste ja, die drei schafft ihr leicht. Danke für das Kompliment. Aus ihren Amuletten zu schließen, kamen sie aus drei verschiedenen Tempeln. Artemis, Poseidon und Apollo. Ich weiß. Ihre Priester dachten wohl, wenn sie dich und Eve töten lassen, machen sie sich beliebt. Apollo? Juxa. Aber lassen wir die doch mal beiseite. Reden wir lieber über... uns. Autsch! Au! Bist du sauer auf mich oder was? Das wäre ich, wenn es was nützen würde. Juxa, du hast drei Attentäter direkt zu Eve geführt. Ach. Weißt du, für mich war das keine geringere Überraschung als für dich. Das ist es ja. Du bist immer gut für Überraschungen. Das war nicht so tragisch, als es nur um Xena und mich ging, aber jetzt müssen wir an Eve denken. Ich wollte sie doch nie in Gefahr bringen. Das weiß ich ja, Joxer. Aber du merkst einfach nicht, dass alles, was du tust, Folgen hat. Wie diese Wunde zum Beispiel. Die habe ich nur, weil ich dir helfen wollte. Aber ich habe deine Hilfe nicht gebraucht. Und wenn du ein bisschen überlegt hättest, wäre dir klar geworden, dass jede Einmischung sinnlos ist. Na schön, dann werde ich mich nächstes Mal nicht einmischen. Das wollte ich damit sagen. Ich will das nicht. Gut, gut, ganz prima. Dann soll es mir auch recht sein, wenn du plötzlich dein süßes Köpfchen neben dir am Boden liegen siehst, wenn du am Morgen ja, aufwachst. Ja, ich schlafe viel besser, wenn ich weiß, dass du auf mich aufpasst. Gabrielle, Joxer. Was? Komm mal her. Lass mich die Wunde sehen. Weißt du noch, welcher von ihnen es war? Nein, es ging alles viel zu schnell. Denk nach, es ist wichtig. Wieso verlangt jeder von mir, dass ich nachdenke? Ich denke ja, ich zeig's nur nicht. Was ist denn los? Diese drei Weisen waren Krieger von Priestern aus drei Tempeln entsandt. Einer kam aus einem Tempel des Apollo. Sie waren also hinter Eve her. Was ist ein Priester ohne einen Gott? Und deshalb mache ich mir große Sorgen wegen dieser Wunde. Wenn Apollos Mann dich verletzt hat, ist sie vergiftet. Und wenn wir kein Gegenmittel finden, musst du sterben. So schlimm ist es? Das ist schlimm. Denk nach, welches Schwert war es? Du musst dich daran erinnern. Ich erinnere mich aber nicht. Es geht mir gut. Also lass mich jetzt bitte einfach in Ruhe, ja? Joxa! Wir dürfen nichts riskieren. An dem Apollo-Schwert war Blut. Und wenn es nicht deins war oder meins oder das von Eve, wo kriegen wir das Gegenmittel her? Es gibt einen Mandrakebaum am Ende des Tals. Sein Harz ist das einzige Gegengift. Ich kann ihm einen Umschlag machen, der das Gift so lange aufhält, bis ihr dort seid, wenn ihr schnell reitet. Du musst Joxa genau beobachten, wenn das Gift beginnt zu wirken. Falls es das tut, zieht sich ein roter Streifen von der Wunde zu seinem Herzen. Xena, was ist, wenn er gar nicht vergiftet ist? Dann lasse ich ohne allen Grund dich und Willst Eve allein. Willst du Joxas Leben deswegen aufs Spiel setzen? Wir haben versagt.
Das kann nicht sein. Ich entsandte meinen besten Kämpfer. Das taten wir alle. Seht doch selbst. Sein Herz ist befallen. Wir taten unser Bestes, doch wir wurden geschlagen. Wenn wir unsere Götter retten wollen, müssen wir alle Streitkräfte sammeln, um Xena zu verfolgen und zu töten. Samt ihrer Brut. Pass auf Mami auf. Das macht sie schon. Xena, bist du sicher, dass du klarkommst? Ja. Und ihr solltet keine Zeit mehr verlieren. Wir treffen uns dann beim Mandrakebaum. Gut. Komm schon, Argo. Mach's gut. Aber sicher. Jetzt sind wir beide allein, Eve. Eine Abzweigung. Oh. Tja, wo geht das weiter? Xena hat doch gesagt, im Norden des Tals. Aber wo ist Norden? Oh, da hast du wohl mal nicht nachgedacht. Joxa, ich bringe dich zum Mandrakebaum und Xena und Eve sind allein, also mach mich nicht nervös. Oh, dann geh doch wieder zurück zu ihnen. Ich meine, zu dem Baum schaffe ich's auch allein. Mir geht's gut. Wenn du das Gefühl hast, gehen zu müssen, tu dir keinen Zwang an. Das Gift fängt an zu wirken. Joxa. Sun's gone away, and Mama will pray. Silence will keep all the while you're asleep. Ist doch immer das Gleiche. Kaum sitzt man beim Essen, schon wird man gestört. Keine Angst. Ich werde dein Essen warm halten. Wozu selbst sowas gut ist? Taufe mit Blut. Wie passend. Was suchst du schon wieder hier? Ich bin hier, um dir zu helfen. Das hast du neulich im Tartarus auch gesagt, als du mir weismachen wolltest, dass du mich liebst. Tu ich auch. Ach. Oh, ich mag es, wenn du die Unnahbare spielst. Ich bin hier, um dir meine Liebe zu beweisen. Du verschwendest meine Zeit. Ich werde dir niemals glauben. Wegen dieses Kindes werde ich sterben. Wieso also noch lügen? Weil du Ares bist, der immer lügt. Jetzt nicht mehr. Denn mein Leben soll enden, wie es einst angefangen hat. Kämpfend, Seite an Seite mit dir. Wenn ich noch kämpfe, dann gegen Gesindel wie dich. Das kann ich auch. Kampf ist Kampf. Egal, auf welcher Seite man steht. Also dann. Au! Ganz ruhig. Au! Tut mir leid. Ich glaube, es hilft. Der rote Streifen ist nicht länger geworden. Wir haben also noch genügend Zeit, zu dem Baum zu kommen. Ich denke, du willst zurück? Entschuldige, dass ich das gesagt habe. Ich hab's nicht so gemeint.
Ich glaube doch. Naja, vielleicht schon. Es ist schwer, wenn Menschen, die man liebt, in Gefahr sind und man ist nicht bei ihnen. Du sprichst von Xena, hm? Ich bin sicher, die kommt allein zurecht. Ich meine nur, dass ich gern dort wäre, um ihr helfen zu können, wenn irgendetwas wäre. Ich weiß, wie das ist. Ich kann manchmal eine richtige Hexe sein, hm? Stimmt doch nicht. Also suchen wir diesen Baum. Los, komm schon. Träum schön, Schätzchen. Bleib mir ja von meinem Baby weg. Ich schwöre, ich würde ihr nie was tun. Das will ich dir auch geraten haben. Warum nur musste es zwischen uns beiden so weit kommen? Vielleicht, weil du damals die Furien auf mich gehetzt hast, um mich in den Wahnsinn zu treiben. Oder weil du dich in meinen Vater verwandelt hast, nur um mich zu quälen. Schon oder weil gut. du meine beste Freundin angemacht hast. Das reicht. Vielleicht war ich manchmal wirklich ein bisschen zu eifrig. Aber nur, weil ich dich wiederhaben wollte. Damit alles so würde, wie es war. Jetzt ist alles anders. Richtig, es hat sich einiges geändert. Da ist kein Weg zurück. Eve hat dafür gesorgt. Ich habe nur noch wenig Zeit, dann ist Schluss. Du hast sicher Verständnis dafür, dass ich keine Trauer trage. Die Frage ist, kannst du mir verzeihen? Ich möchte bei dir sein, Xena. Und ich werde alles tun, damit das wahr wird. Ich will dir beweisen, dass ich dein Vertrauen verdiene. Sie gerettet? Nein. Das war dein Seil. Ich habe nur nachgeholfen. Aber Eve bedeutet deinen Tod? Begreifst du es denn nicht? Dass ich lieber in deinen Armen sterbe, als ohne dich zu leben. Los, wach auf, Joxer. Die Rast ist zu Ende. Joxer, wach auf. Ich werde Argo schon mal beladen, dann brauchst du nun... Joxer! Was ist? Alles in Ordnung? Alles bestens. Guten Morgen. Guten Morgen. Oh... Naja, es geht mir nicht bestens. Du bist zu heiß. Das Kompliment kann ich zurückgeben. Das Gift breitet sich aus. Lass uns sehen, dass wir weiterkommen. Na schön. Steh auf. Schaffst du es noch, Joxer? Klar, mir geht's gut. Das kann ja nicht mehr weit sein. Alles klar. Tötet sie.
Ganz ruhig bleiben. Dies ist geweihter Boden der Göttin Artemis. Unbefugtes Betreten bedeutet den Tod. Es war kein unbefugtes Betreten. Wir sind auf dem Weg zu ihrem Tempel, um sie anzubeten. Dein Freund braucht eher ein Hospital als einen Tempel. Das ist, weil wir... überfallen wurden. Wir wurden überfallen von so einer fiesen Kriegerprinzessin mit einem Baby. Xena? Richtig, Xena, ja. Wo war das? Tja, wenn ihr sie euch schnappen wollt, dann müsst ihr nach Westen. Osten, meine... Sie war sehr groß. Führt sie auf den Weg zum Tempel. Dann geht nach Osten. Wir suchen inzwischen im Westen. Nein, warte, wir brauchen keine Eskorte. Wenn ihr uns die Richtung zeigt, finden wir den Weg zum Tempel. Solange Xena und ihr gottloses Kind nicht vernichtet sind, ist keiner vor ihnen sicher. Los, ausschwärmen! Ich sag dir, Eve, trau ja keinen. Auch keinen Träumen, keinen Visionen, keinen Vorahnungen. Nichts ist, wie du denkst. Lieber sterbe ich in deinen Armen. Entweder geben sie sich symbolisch oder spielen mit Worten, die man schon beim Anhören vergessen kann, weil sie nicht wahr sind. Überhaupt ist es das Beste, Träume völlig zu ignorieren. Ich glaube, es war Autolikos, der sagte, manchmal ist ein Traum einfach ein Traum. Ein Traum. Ich suche törichterweise immer versteckte Hinweise hinter solchen Dingen oder geheime Botschaften, reine Gefühlsduselei. Einfach lachhaft. Es ist verrückt. Völlig verrückt. Habe ich recht? Was weißt du denn? Also komm schon. Noch eine Meile und dann kehren wir wieder auf. Du bist so schön, Gabriel. Habe ich dir das je gesagt? Du bist sehr, sehr krank, Joxer. Irgendwie fehlt mir dein langes Haar. Du hattest es immer so schön hochgesteckt. Wie eine Prinzessin oder geflochten wie eine Kriegerin. Und manchmal hast du es offen getragen, wie ein Engel. Joxer, ich bin nichts von alledem. Ich bin einfach ich, klar? Joxer, wach bleiben! Mach mir nicht schlapp. Das geht mir doch gut. Geht mir bestens. Wirklich? Bestens. Joxer! In Ordnung? Was ist denn passiert? Du glühst ja. Lass mal sehen. Nimm einen Schluck Wasser. Die ist vollkommen leer. Meine auch. Hör mal, ich gehe jetzt runter zu dem Teich und fülle die Wasserflaschen auf. Ja, ich komm mit. Nein, nein, du bleibst hier. Doch, ich komm mit. Nein, Joxer. Du ruhst dich aus. Bleib schön hier. Mir doch gedacht. Xena und ihr Balk gehen nach Süden. Aufsitzen! Aufsitzen! Alles hört auf mein Kommando! Siehst du, so legt man eine falsche Fährte. Das hat mir in deinem Alter keiner beigebracht. Ares sagt, sie sind schon fast beim Baum. Also beeilt euch. Gabriel? Joxer? Sie müssten längst hier sein.
Halten wir mal Ausschau. Was soll denn das? Den Spuren nach geht Xena nach Norden. Ah. Und einer von denen hat eine blutende Wunde, hä? Dann suchen Sie den Mandrake-Baum. Folgt mir! Hast gerufen. Ich wusste, dass alles nach deinem Mist hier stinkt. Irgendwie musste ich deine Aufmerksamkeit erregen. Du läufst mir ja immer davon. Aus gutem Grund. Ich wusste doch, dass alles nur Lügen waren. Du irrst. Ich bin bereit, an deiner Seite zu kämpfen. Eve ein guter Vater zu sein. Und unserem gemeinsamen Kind erst recht. Das steckt dahinter. Jetzt, nachdem du am Ende bist, soll ein Kind deinen Stammbaum weiterführen. Ist zwar eine bescheidene Art von Unsterblichkeit, aber besser als nichts. Und wenn's die Sterblichen sowieso immer tun, warum nicht ich? Weil du ein hinterhältiger, mieser Schuft bist, darum nicht. Und weil du mir nie glaubst, wenn ich mal ehrlich bin. Ehrlich? Zumindest versuche ich's. Jeder der Götter auf dem Olymp hat's auf dich abgesehen. In diesem Moment kesseln die Armeen dreier Tempel dich ein. Alles, was ich will, ist dein Wort, dass wir zusammenbleiben, ein Kind haben werden. Dann mache ich dem ganzen Spuk ein Ende. Ich schwöre es dir. Du verlangst, dass ich die Zukunft aufgebe. Das werde ich niemals tun, auch wenn ich dafür mein Leben opfern muss. Und was ist mit Joxas Leben? Oder dem von Gabrielle? Oder von Eve? Psst. Schon gut, Eve. Es wird schon alles wieder gut werden. Joxa? Joxa, wo bist du? Hier. Hier. Alles in Ordnung? Als die Soldaten kamen, habe ich mich versteckt. Hier. Das war eine gute Idee. Ja. Ich habe eine Menge guter Ideen dieser Tage. Ja, ja. Kannst du aufstehen? Ja. Komm, leg deine Arme um mich. Es geht doch nicht, es geht nicht. Ist schon gut. Hör zu, ich hab da eine Idee. Du gehst und holst das Harz und ich warte hier auf dich. Ich lass dich nicht allein hier. Jetzt denkst du nicht nach. Xena ist vermutlich längst am Baum und wartet auf uns. Wahrscheinlich ist sie auf der Suche nach uns. Wir sind viel zu weit vom Weg entfernt. Wie soll sie uns da finden? Gabrielle. Du solltest so klug sein und an die Menschen denken, die du am meisten liebst. Tue ich, ja. Weißt du, wir müssen die Augen offen halten, falls sie uns ein Zeichen gibt. Gabrielle ist clever. Die wird sich schon bemerkbar machen, wenn sie kann. Das Problem ist, dass die Soldaten ein Feuersignal riechen könnten. Hey, hey, außerdem haben sie gute Ohren, denk dran. Sonst würde Gabrielle ja auch einfach Krawall machen. Falls du also was siehst, was ich nicht sehe. Hey, warum hast du mir das denn nicht gleich gesagt? Ich wusste, Gabrielle ist clever. Gabrielle! Ist schon gut. Ist gut.
Habe ich geträumt? Ja. Ich habe geträumt, du bist in Schwierigkeiten, weißt du? Wir? Ach was. Wir. Warum sagen wir eigentlich sonst nie wir? Wieso lieben die Leute gerade die Leute, die sie lieben? Ich weiß es nicht. Ich weiß warum. Durch dich fühle ich mich als was Besonderes. Du bist was Besonderes. Vielleicht nicht besonders genug. Aber immerhin genug, um in schlimmen Zeiten bei mir zu sein. Genug, dass du inzwischen ein guter Freund für mich bist, auf den ich mich verlasse. Und warum liebst du mich dann nicht, Gabriel? Ich liebe dich. Aber vielleicht anders, als du möchtest. Glaube ich. Ich wollte, ich tät es. Joxer, leg dich ruhig hin. Xena, den Göttern sei Dank. Warst du schon am Baum? Ruhe, Schätzchen. Es wird bald vorbei sein, das verspreche ich dir. Gabriel? Hast du genug? Ein einziges Wort von dir und der ganze Spuk ist vorbei. Du weißt, wie schön es sein könnte, Xena. Schenk mir ein Kind. Ich schwöre, es hätte es bei mir sehr gut. Unsere Träume könnten wahr werden. Schenk mir ein Kind. Für mich bist du kein Traum, sondern der schlimmste Albtraum. Viel Spaß. Ja.
ruhig, Schätzchen. Was Schönes. Kind. Ja. Steck ihm das in den Mund. Ist gut. Ist er... Er ist gleich wieder gesund. Der Giftstreifen geht wieder zurück. Joxa! Xena, habe ich was verpasst? Keine Spur, Joxa. Gar nichts. Hey. Joxa, als du krank warst, habe ich gesagt, Ich weiß, du hast gesagt, dass du mich liebst, aber eben nur so wie ein Freund, richtig? Ich habe nur gemeint, dass ich... Das weiß ich doch, alles klar, das weiß ich doch. Aber Gabrielle, ich werde dich immer mehr lieben als einfach nur so. Und damit muss ich eben leben, ich weiß schon. Da kann man nichts machen. Gabrielle? Ist mit Joxa wirklich alles in Ordnung? Ja, ich glaube schon. Was ist los? Das frage ich mich ja auch immer wieder. Wir leben unser Leben so, wie wir es leben, weil wir denen helfen wollen, die sich nicht selber helfen können. Aber ist es nicht falsch, dadurch ein Kind mit Gewalt zu konfrontieren? Mit Blut? Das kann schon sein. Aber Xena, was sollen wir tun, bevor wir nicht eine bessere Art entdeckt haben, Gutes zu tun? Du meinst, es wäre schlimmer, einfach die Hände in den Schoß zu legen? Weißt du was? Ich denke, es ist besser, einen falschen Standpunkt zu haben, als überhaupt keinen. Musik